Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Thüringenkarte, Version 2.0. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Zwar wir düngen aktuell die Wiese, also Feld Nummer 38, was also Wiese nächstes Jahr werden soll. Dazu starten wir mal den Abfahrer. Ansonsten werden wir uns weiter darum kümmern. Ich denke mal, die richtige Ändere. Oh, da haben wir eigentlich eingesaut. BGH. Weiterhin rausbringen alles. Hat erst die Innenbahn gemacht. Na gut, okay, tragisch. Ja, die Wiese soll ja, ne? Ja, genau, ne? Die Bahn liefern nächstes Jahr. 2 oder 3 Mal, schätze ich mal. Auf jeden Fall. So. Das ist hier nicht synchron. Das wäre Schiete. Ja, gut, da muss ich mal gucken. So, LKW, keine Ahnung. Ah, das Licht ist an hier. So. Starten mal den Motor, ne? Klingt ein bisschen komisch, aber ist halt so. Also wenn der Aufnahmemodus jetzt nicht funktioniert, das sieht so aus, dass es im Prinzip Verzögerung gibt. Das LKW glaube ich voll. Könnte sein. Immer hier anschalten. Und den großen hier, der läuft. So, schauen wir, wo der LKW ist. Nicht da. Dann tauschen wir die Anhänger aus. Ob das soweit passt. Jo. Die Soja hat noch einen Plan, aber das ist noch nicht reif. Und wäre auch zu nass. Das ist aber nicht an. Mein Blaser nicht voll. Mal schauen, ob wir Schwung kriegen. Einer der ist voll, aber der ist ja gedacht für die Mischfutterfabrik. Nicht so schön voll. So, mal schauen, ob wir den Gang kriegen, ne? Können sein, dass wir den ein bisschen bewegen müssen. Das war's. Den natürlich auch ändern, ne? Hier man gleich mal einen zweiten kaufen. Ein bisschen Geld haben wir noch. So. Kaufen gleich ein zweites Förderband. Das war das erste. Kostet ja nicht viel. Mal schnell oder ein schnelles Fahrzeug, dann nehmen wir den Traktor hier, dann ist nicht schnell, aber gut, der steht halt zur Verfügung.
Dazu hängen wir kurz ab, ob das alles klappt. Mal gucken. Gehe im alten Modus zurück von OBS. So, Gas geben. Wir fahren Traktor. Ja, muss anfangen, muss er wieder wissen, alles laden. Ein Feather Cage muss er geladen werden, dass er entsprechend weniger ruckelt. Dann geht es ja eine Weile auch. Das am Anfang ist es mal so, ne? Das war ein Bereich, wo man nicht war. Also ich habe ihn gelöscht von dem Marsch. Wenn man nicht löschen würde, könnte es auch Probleme geben. Könnte, muss aber nicht. Ob der Ton passt, muss ich mal gleich mal Probe hören machen. Ja. Also das ist ja, das halt ist ganz schlimm. Schlimm. Ich glaube, wir werden nicht synchron. Das wäre nicht so schön. Ja, warum zweites Förderband? Ich hoffe dadurch, dass es schneller geht. Das, ist meine Hoffnung, dass es dadurch entsprechend. Ups. Flotter geht, ne? Keine Lust hier. Immer zu warten hier auf dusseligen Förderband hier. Vorne Gewicht dran. Ups, original. Den können wir jetzt mitnehmen. Und zurück geht's. Ups. Ja. Durch den Zaun fahren können wir noch nicht. Aber hier ein Bordstein, wo das ist, hier links. Da schon. Sieht aber ein Traktor hier, ne? Nicht von mir. Ja, jetzt kommt der Winter in der Wald, ne? Hier in Thüringen, ne? So haben wir keinen Winter zur Zeit. Ist ja eher so ein, naja, Zwischending. Eher Herzigwetter. Kostet nicht der Rede wert. Schnee haben wir auch keinen. Ja, ist halt so, ne?
die Sammlung noch mal reif werden? Ich glaube nicht. Aber das ist nicht mein Feld. Liegt aber daran zusammen, ich hatte die Mission fertig gemacht und dann hatte ich abgeschlossen. Und dann ist das praktisch auf, so wie es am Rand ist, wo es reif ist. Reif aussieht, sagen wir so. Da war das plötzlich wieder komplett wieder in der Fläche im Vorblühstadium. Also irgendwas stimmt damit auch nicht. Aber soll es nicht stören, unsere Felder sind alle abgeerntet. Bis auf Soja. Soja wollen wir noch warten. Ist glaube ich normal. Hat lange gedauert. Denk mal morgen oder übermorgen. Da sind wir wieder zurück. Da können wir noch anbauen. Abhängen und dann gleich wieder hier ranstellen. Du würde ich tanken müssen, ne? Das wäre der Hammer, tanken. Förderband, Fahrwassertankstelle. Ja gut, das ist wahrscheinlich deswegen, weil man es anders nicht darstellen kann, ne? Dass man sich natürlich nach vorne ranstellt an den Reifen und den dann schiebt. Das ist glaube ich doch eher der Fall, ne? Ich sag gar nicht, wieso vielleicht hier rum? Ja, dann fahren wir halt hier lang, ne? Das andere Förderband werden wir dann in der Mitte reinstellen. Das große. Hört mal rüber. So, Motor erstarten, ne? Logisch. So, jetzt können wir ein bisschen drehen. Wir ein bisschen mehr zurückfahren Richtung Silage. So, passt. Da werden wir den blauen die Ecke nehmen. Also wir werden mal hier Motor starten. Wir werden das mal guck gerade mal Zeit. Passt noch, wir haben noch genug Zeit. Das ist immer so schwer zu lenken, ne? Wir müssen irgendwie rum. So, so geht das schon. Jetzt können wir ein bisschen lenken. Weil wir wollen hier vorne die Ecke annehmen. So. Wir müssen ja nicht vorne anschließen. Das reicht ja auch, wenn wir hier vorne im ersten Förderbandteil irgendwie drankommen. So. Dann nimmt er die Ecke mit und die andere werden wir gleich hier vorne das andere mitnehmen. So, starten wir Förderband. Und da werden wir erstmal die Ecke nehmen, die geradeaus zugeht. Ja? So werden wir es machen. X
Das dürfte schon passen. Dürfte. Sind wir vorne? Das erste noch anschieben. Motor starten. So. Jetzt. LKW. Der erste ist voll. Da werden wir gleich umfahren. Ob der nun ein bisschen mehr nimmt, das werden wir sehen. Ansonsten müssten wir noch theoretisch weitere zwei Förderbänder nehmen, aber also würde ich mal persönlich jetzt Abstand nehmen. Probiere ich mal so. Ne? Ein, zwei nicht das Problem. Kostenmäßig, nur halt der Aufwand das zu holen ist immer größer, als es ich will nur sehen, ob wir untergefahren kommen. Ich finde mit Förderband besser als mit dem Radlader auf Dauer. Das ist auf Dauer leichter. So. Schauen wir die Sache an. Ob beides eins funktioniert. Das ist nicht gut. So war es nicht gedacht. Vielleicht geht auch nur eins, kann auch sein. Na ja, gut, das ist ja auch so, ne? Ruhe. Ach, geht nicht, gut. Das war auch nur gedanklich gewesen, vielleicht geht auch nur eins von der Menge rauf. Aber zumindest ein Trost, wenn der andere leer ist, dass der andere weiterarbeiten kann, ne? Ja. Gut, war ein Test wert. Wir werden wir jetzt losdüsen und zum BGA fahren. Auskippen. Dann sage ich immer schon Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ich muss mir ganz kurz die auch noch anschauen, ob alles passt. Und dann geht es hier weiter. Tschüss.